Ein Grünbuch zur öffentlichen Sicherheit in Deutschland. Entstanden ist die Idee dazu nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001. Aus Sicht von Innenpolitik-Experten von SPD, CDU, FDP und Bündnis 90 Die Grünen wird inzwischen viel über drohende Terrorgefahren nachgedacht, aber wenig über offensichtliche Risiken. Wir haben versucht, mit dem Grünbuch aufzuzeigen, zusammen mit einem breiten Forum von Experten aus Wissenschaft, aus den Hilfsorganisationen, auch aus der Wirtschaft, aus Behörden. Welches sind denn die wesentlichen Bedrohungsszenarien, die eine Gesellschaft, eine hochmoderne, vernetzte Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland betreffen? Durch eine Pandemie etwa könnte bis zu ein Viertel der Deutschen erkranken. Das hätte nicht nur eine Überlastung des Gesundheitssystems zur Folge. Auch ein einfacher Stromausfall könnte eine unglückliche Verkettung von Ereignissen auslösen. Wichtig ist die Eigeninitiative der Bürger. Dann kann man sich vorbereiten. Es gibt ein paar Dinge, die relativ einfach sind, ja, indem man dafür sorgt, dass eine Taschenlampe zu Hause ist. Relativ simpel. Sich überlegt, wie komme ich denn noch an Lebensmittel, an Nahrung ran, wenn ich nicht mehr Auto fahren kann. Bis hin zu der Frage, ob man nicht irgendwas im Keller hat. Bis hin einfach sich darauf vorzubereiten, dass man dann sich überlegt und mal in der Bedienungsanleitung anschaut, wie gehen denn die elektrischen Rollläden auch ohne Strom wieder hoch. Besonders schwierig wird es, wenn der Strom längere Zeit ausfällt. Dann sind Haushalte mit Elektroherden und strombetriebenen Boilern aufgeschmissen, Telefon, Internet und Licht fallen aus. Im Grünbuch werden Katastrophenszenarien dargestellt, wie sie jederzeit eintreffen könnten. Auch auf Englisch soll das Werk bald erscheinen, um eine länderübergreifende Debatte über Lösungen anzustoßen.